Er litt an Zwangsstörungen. Das bedeutet, er hatte das Bedürfnis, bestimmte Routinen immer erneut zu wiederholen. Er nahm ein Hotelzimmer immer nur dann an, wenn die Zimmernummer durch drei teilbar war. Er war besonders skeptisch, wenn es um Perlen ging, und sprach nicht mit Frauen, die welche trugen. Laut ihm war er 22 Stunden am Tag wach, aß wenig und war produktiv. Einmal soll er so in seine Arbeit vertieft gewesen sein, dass er 84 Stunden ohne Schlaf arbeitete. Er sprach 8 verschiedene Sprachen. Er trank täglich Whisky, weil er dachte, dass er so 150 Jahre alt wird. Wenn man das alles hört, könnte man denken, dass wir über einen Wahnsinnigen reden, wenn es nicht um Nikola Tesla ginge. Physiker, Elektroingenieur und einer der genialsten Erfinder aller Zeiten. 1856 in Kroatien während eines Gewitters geboren. Über 280 Patente in 26 Ländern, davon 112 in den USA. Ein überaus verrücktes und seltsames Genie mit einem fotografischen Gedächtnis. Ein Mensch, der scheinbar seiner Zeit Jahrzehnte voraus war und große Ziele hatte. Eines Tages macht Tesla sich auf den Weg zu seinem Labor, welches nichts anderes ist als eine Art Scheune. Hier möchte er demonstrieren, dass Energie drahtlos übertragbar ist. Es befand sich ein Mast in der Mitte der Scheune mit einer Höhe von 50 Metern. Dabei sollte ein Transformator mit 15 Metern Durchmesser die Arbeit leisten. Mehrere Millionen Volt konnte die Spule erzeugen. Bis zu 50 Meter lang schossen die Blitze aus dem Mast. Seine Assistenten bekamen Angst. Doch Tesla war fasziniert. 20 Kilometer weit war der Donner zu hören. Es gibt kein stärkeres Gefühl, als eine Erfindung zu betrachten, die funktioniert. Und dieses Gefühl führt dazu, dass man alles vergisst. Man vergisst sogar zu essen, zu schlafen. Er erfand den Resonanztransformator, wodurch die technischen Grundlagen für das Radio gegeben waren. Am meisten bekannt ist er aber für seinen Beitrag zur Erfindung des Wechselstromsystems in der Stromversorgung. Weltweit bekannt wurde er irgendwann wegen seinen verrückten Experimenten Magier der Elektrizität genannt und sein großes Ziel war es, Strom kabellos um die Welt zu schicken. Er war überzeugt, dass man die Erde und die Atmosphäre selbst als Medium zur Stromübertragung nutzen könnte. Weiterhin entdeckte er die Röntgenstrahlung, ein Jahr vor Wilhelm Conrad Röntgen. Entscheidende Beiträge zur Erfindung des Lasers, der Fernbedienung und anderen Technologien machen ihn zu einem Menschen, der uns das Leben vereinfacht hat. Durch das sogenannte Freedom of Information Act in den USA wurden einige Unterlagen von Tesla herausgegeben, die belegen, dass Tesla ein Leben lang von der FBI beobachtet wurde und viele seiner Patente unterdrückt wurden. Beispielsweise entwickelte er den sogenannten Todesstrahl, auch genannt Teleforce. Hierbei handelt es sich um einen von Tesla entwickelten Energiestrahl, der feindliche Objekte zerstören konnte. Tesla behauptete, dass man damit alles zerstören könnte, was sich innerhalb eines Umkreises von 200 Kilometern befindet. Der Todesstrahl wurde nie konstruiert. Des Weiteren entwickelte er Technologien wie den Tesla-Oszillator, womit er Erdbeben erzeugen konnte, oder auch fliegende Untertassen, die laut ihm ein Flugverhalten zeigen würden, welches man bisher noch nie erlebt hat. Wer weiß, wie viel er noch entwickelt hat. Doch klar ist auch, dass große Konzerne auf der Welt nicht alle Entwicklungen zulassen. Sein ganzes Leben widmete er der Wissenschaft und vermied immer mehr den Kontakt zu Menschen. Was er aber später bereut, wie man in einem Interview später erfuhr. Dort erzählte er über seine Einsamkeit. Sein Kopf war voller Ideen, die umgesetzt werden mussten. Doch was hatte es mit seinen Zwangsstörungen und seiner Besessenheit von der Zahl 3 auf sich? Das Leben ist und wird auch zukünftig eine unmöglich zu lösende Gleichung sein, trotz all der Variablen, die wir bereits kennen. Wenn du die Herrlichkeit der 3, 6 und 9 verstanden hast, hast du den Schlüssel zum Universum gefunden. War es nur eine Art Phobie oder steckte etwas dahinter? In abstrusen Theorien werden diese Zahlen als Plan Gottes bezeichnet oder sie sollen Vektoren der 3. und 4. Dimension darstellen, wegen Eigenschaften, die nur diese Zahlen haben.
Die Zukunft wird zeigen, ob Tesla recht hatte und nicht umsonst ein Leben lang von diesen Zahlen verfolgt wurde. In Hotels bat er immer um 18 Servietten. Er berechnete vor dem Essen den Kubikraum seiner Mahlzeit. Weiterhin berichtet man, vor dem Begehen eines Gebäudes musste er diesen erst dreimal umlaufen. Bestimmte Kleidungsstücke wurden nach dreimaligem Gebrauch weggeworfen. Diese psychischen Störungen führten zu aufwendigen Routinen. Was sehr traurig war, seine Neurose wurde immer schlimmer und er hatte irgendwann kein Geld mehr, weil er nicht wirklich ein Unternehmer war. Er lebte sein ganzes Leben in verschiedenen Hotels. Bis zu seinem Tod heiratete Tesla nie und hatte nie eine nennenswerte Liebesbeziehung. Er verkaufte seine Patente und starb als armer Mann.